Ich bin hier mit wem heute? Zio. Was hast du heute gemacht? Ich bin zweiter Platz bei der Europäischen Meisterschaft in Antwerpen. Und was hast du gespielt? Tielemans Danger. Dann zeig mal das Deckprofil bitte. Tielemans, alle auf drei. Diesen Bonkers, das wissen wir, das wollen wir spielen. Alle auf drei. Das heißt nicht umsonst Tielemans Dangers. Sind ja nicht noch den besten, weil der ist wieder auf drei. Diesen auf eins, ist auch vollkommen okay, es reicht. Der ist Bonkers, weil er Level 4 ist. Zwei Bigfoots. Würdest du etwas ändern an dem? Nein, gar nicht. Das ist perfekt. Das mit Superpool ist krank gegen Sprite, baut das ganze Board. Alles perfekt. Und alle Tielemans triggern, würde ich nichts dran ändern. Gizmag. Mit MVP meines Decks. Der hat so gecarried. Vor OTKs beschützt. Extender. Oder für Cerberus. Easy One-Card-Monster-OTK an irgendwas Fettes laufen. Ich habe jemanden OTK, als ich in seine Guardian Chimäre gelaufen bin, weil ich so viel Verband hatte. Das war One-Card-OTK. Noch zwei One-Offs, weil sie auf 1 sind. Snow und Greffer. Greffer, richtig schöne Synergy. Mit dem Gizmag, mit den Dangers, es triggert alles. Und was du sendest, triggert danach auch. Vor allem auch. Mit Nessie, sehr stark. Mit Nessie hast du eine Full-Kombo, eine Kick-Kalos-Kombo plus 4er Explosie, Instant. Kann ich mal ganz kurz zeigen, dass es nicht zu lange dauert. Wir starten das und das. Dann specialst du den, wirfst du das ab. Dann triggert das. Der sucht dir Jackalope. Dann machst du Effekt, wirfst das ab. Sendest irgendeinen Tielemans-Namen rein. Dann triggern beide. Weil das Aqua und Find, also weil es Aqua ist, kannst du damit Kid Kalos bauen und der triggert, holt die Mothman in Defense, 2-4er, so eine Explosion und die Kid Kalos, was ja quasi dann schon direkt Combo ist. Also der ist nuts. Plus ein weiteres Tages für Rota, was man eh für Rhino hat, spielt. Genau, da kommen wir gleich zu. 4 Feed Spells, Consistency, ist das A und O in diesem Deck. Und die Karte ist bonkers. Wer die im Mirror Match hat, gewinnt. Das ist eine Tielemans-Karte. So beschwört ich einfach das beste Monster. Und dann den Effekt dazu. Was geht hier ab? Foolish. In diesem Deck hast du noch mehr Synergy als in anderen Tielemans-Listen, weil du einfach alles senden kannst. Du kannst einen Gizmag senden, du kannst einen Snow senden und die Tielemans. Und dann hast du einen Roter, der sucht dir reine oder den Greffer. Der ist quasi, sucht dir aus. Weil es auf zwei ist, zwei davon. Und dann Go Second. Das, weil es macht einfach Sprite easy peasy durchzuspielen. Das ist eigentlich momentan gegen irgendwie alles gut aussehen, was wie Flander. Das hat eine richtig nice Synergy mit den ganzen Dangers. Und auch gegen Sprite, Autos für das Board easy peasy. Dann haben wir noch einen Call, weil es auf 1 ist. Das ist bonkers, aber hab's nicht so oft gezogen. Ein Galaxy Cyclone. Also hauptsächlich, weil es eine europäische Meisterschaft war und ich hab gedacht, I don't know. Mine. Und wir millen halt, deswegen respekten wir die Mine. Game 1 wurde ich geminet. Runde 1, Game 1 habe ich Mine bekommen von einem Skystriker-Spieler. Endphase, Super Poli wirft das ab auf meine eigenen beiden Monster. Er wollte mich deckouten, er hat mich gefragt, wie viele Karten ich im Deck habe. Und dann habe ich das einfach geschossen. Er hat Instant geschoben. Und Sully 2 ist perfekt. Meta-Noise ist gar nicht needed in diesem Deck. Die Karte bleibt liegen, die negiert immer wieder. Das und Kaleido Heart ist instant. Das ist instant loop forever. Und daran würde ich auch nichts ändern. 44 Karten Main Deck. Ich würde es genauso lassen. Das Extra Deck. Extra Deck. Links. IP, Dark, Curious, Appaloosa, Cerberus und Bomber Dragon. Das Deck ist quasi Curious Turbo. Du kannst senden, was du magst. Meistens sendest du die Snow. Cerberus, um zu OTK'en oder um gegen Trap-Matchup zum Beispiel, kannst du einfach mit Gizmag den liegen lassen. Die müssen ihre Trap setzen in der Endphase, haust den Gizmag da rein, alles im Verband. Und der ist bonkers. Das ist quasi für die Standard-Kombo der Bomber, dass du einen Bomber beschwörst. Unterdweller, das ist das Standardboard, was wir hier legen. Und dann hast du Sprite und Tielemans gleichzeitig abgedeckt und du hast deine Gizmax, du hast deine Snow, die da immer wieder reinkommt und das immer die Main-Monster-Zone wegschießt. Würdest du nichts daran ändern an den linken Monstern? Nein. Appaloosa kam bei mir auch auf.
gerade so, gerade eher im Grind-Game, mit dem hier, Abluser für 3 zweimal gemacht und das hat mir auch Game gemacht. Ja, daran will ich nichts ändern, das fand ich perfekt. Dann haben wir die XYZs, Dweller, das, der ist teilweise Combo-Piece, das und Dweller ist auch richtig krass, im Mirror machst du einfach Dweller-Effekt, zack, das, alles was du sehen ist, triggert nicht. Und der triggert die Shiren teilweise in deinem Zug, musste man manchmal Redo erlegen und ja, spielst du auch im Dark Ruler rum mit Salik Set. Chain Salik, Chain Dane, Shiren neue Kette, wenn Dark Ruler resolved ist, legt eine Fusionskarte. Dark Ruler ist erst gegen das Deck. Mud Dragon, 2 Kitka, Garura, Dragus Tapelia und Kaleido. Perfekt. Daran würde ich gar nichts ändern. Das für Super Poli und für Draw One into Curious Turbo. Immer wieder recyceln, damit du Super Poli live hast. Würde ich nichts ändern. Ich würde es genauso lassen. Wenn ich morgen wieder zum Side-Deck. Side-Deck, genau. Pankra, 2 C-Mod. Das vor allem gegen Sprite. Als One-Off. Und das hier. Das fürs Mirror-Match gegen Dweller. Dweller killt uns. Wenn wir geht Dweller werden, dann haben wir verloren. Deswegen brauchen wir was dagegen, Outs. Das da ist One-Off. Eigentlich spiele ich immer ein Duster. Deswegen kam sehr drin. Gut, ne? Der kam wirklich sehr, sehr gut, ja. Go first. Unfair. Deck, wofür ist der Deck Davy? Den haust du bei Sprite rein, den haust du bei Flander rein. Ich hab den bei. Das ist auch Mine-Out, weil du einfach einen Vierer hochlinken kannst. Wir haben 2 Vierer links, die Finsternis sind. Ja. Und eine unfaire Karte. Hatte ich, glaube ich, einmal aktiviert, aber da war ich sowieso am Gewinn, keine Ahnung. Daran würde ich nichts ändern, ich würde es genauso lassen. Möchtest du noch irgendjemanden grüßen? Ich grüße das ganze JPG-Team. Ich grüße Marc, ich grüße Ita, ich grüße Alex, ich grüße Kang, ich grüße Kian, ich grüße Nico, ich grüße Maurice, ich grüße Benno, ich grüße Robin, ich grüße Pascal, K. Oh Gott, ich hoffe, ihr habt jetzt keinen vergessen. Ist auch ein bisschen viel jetzt, ne? Ist ein bisschen viel, ja. Ja, Siro, vielen Dank, herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Vizemeister. Dankeschön.